Der neue Star Wars Film ist nicht so gut, wie es jedermann geglaubt hat. Willkommen, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zur intergalaktischen Vorschau zu Star Trek Operation Enterprise. Noch ein paar Tage müsst ihr geduldig sein, aber dann ist es soweit. Zumindest dürfen am 29.05. schon mal die ersten Gäste ran. Und ich habe gehört, dass Coaster Friends auch schon gefahren ist. Was für eine Frechheit. Nichtsdestotrotz wird dieser Launch Coaster von Mack Rides wahrlich das Highlight im Movie Park Germany, garantiert. Zusammen mit Van Helsing endlich mal ein ganz ordentliches Sortiment. Den Rest kann man in die Tonne kloppen. Inklusive des neuen Themenbereichs eine wahrliche, epische und wirklich geniale Investition vom Movie Park Germany. Meter lang, über 40 Meter hoch und keine Ahnung wie schnell. By the way, die Star Trek T-Shirts sind schon drin im Shop. Das muss doch was heißen. Und hoffentlich gibt's auch eine Star Trek thematisierte Hütte zum Scheißen. Star Trek Operation Enterprise wird jedenfalls episch, denn wie schon gesagt, der neue Star Wars Film ist nicht so gut, wie es jedermann geglaubt hat. Deshalb muss das einfach was werden. Mein geschätztes Endergebnis 7 bis 8,5 von 10 Punkte. Kein Taron, aber Blue Fire. Aber vielleicht werde auch ich überrascht. Ich bin gespannt und übertrieben gehypt, denn ich durfte noch nicht fahren. Das war's, meine Freunde der Previews. Review mit P. Und falls euch das Video gefallen hat, abonnieren nicht vergessen. Bis die Tage, meine Freunde. Ciao. Ich will das Ding jetzt fahren. Ich will nicht mehr warten.